Brüder und Schwestern in Christus, heute begegnet uns im Evangelium ein Jesus, den wir vielleicht nicht gewohnt sind. Es gibt ganz wenige Stellen, wo Jesus sich so verhält wie heute. Umso wichtiger ist es, auf diese Ereignisse aus seinem Leben genau hinzuschauen. Weil heute kommt zu ihm eine Frau, die in Not ist, ihre Tochter ist krank und äußert eine eigentlich selbstverständliche Bitte. Die hat von Jesus gehört, dass es wahrscheinlich der Messias der Juden ist, die gehört ja nicht zu diesem Volk, aber die hat von ihm gehört. Wahrscheinlich hat sie auch davon gehört, dass er Wunder vollbringt. Deswegen sucht sie ihn, findet ihn und äußert diese Bitte. Herr, hilf mir, meine Tochter ist krank. Und Jesus, im ersten Augenblick, was macht er? Er wendet sich ab, er ignoriert sie. Er tut so, als ob es sie nicht geben würde und geht einfach weiter. Als sie weiter schreit, fühlen sich die Jünger belästigt und sagen, na mach was, na, das nervt. Hilf ihr und dann haben wir Ruhe. Dann kommt die Frau selbst mit dieser Bitte an ihn heran noch einmal und bittet ihn, Herr, hilf mir. Und er sagt ihr, nein, ich helfe dir nicht, du bist keine Jüdin. Ich bin nicht zu deinem Volk gesandt, sondern zu dem einen auserwählten Volk, zu niemand anderem. Dann bittet sie ihn noch einmal und Jesus geht auf diese Bitte dann letzten Endes ein. Man kann dieses Evangelium als eine Schule des Betens lesen, weil das, was diese Frau hier erfährt, erfahren sehr viele, vor allem das, was sie am Anfang erfahren hat. Man betet, betet, betet und da kommt nichts. Also Gott hört unsere Bitten nicht immer oder er hört sie nicht immer. Das ist die Erfahrung, die sehr viele machen. Aber ich glaube, da geht es um viel mehr als um so eine bloße Schule des Betens, weil Jesus lehrt seine Jünger immer in dem, was er tut, wie sie ihm nachfolgen sollen. Also ist dieses Ereignis, dass wir mit dieser Frau umgeht, auch eine Schule der Nachfolge, nichts anderes. Was macht hier Jesus? Also in ihm kann man eine steigende Erkenntnis sehen. Zuerst ist er davon überzeugt und hält daran fest, ich bin zu den Juden gesandt, das ist meine Aufgabe, Schlussende der Geschichte. Und mit der Zeit erkennt er, das sieht man auch in den Evangelien, dass er wohl zu allen Menschen gesandt ist, nicht nur zu dem einen auserwählten Volk, sondern zu allen Völkern. Das ist etwas, was für die Juden unvorstellbar war. Wenn sie erlöst werden, ja, dann sie und nicht die ganze Welt. Aber Jesus lässt sich auf diese Erkenntnis ein und das bedeutet auch etwas für jeden Christen, jede Christin. Weil sehr oft tun wir in der Kirche Gutes. Und das ist auch schön und richtig so. Nur, dieses Tun beschränkt sich sehr oft auf eine begrenzte Anzahl von Menschen. Wenn es zu kompliziert wird und vor allem zu unangenehm, zu lästig, ja, dann sucht man sich andere, denen man helfen kann, die nicht so kompliziert sind. Das erlebe ich fast jeden Tag an unserer Klosterpforte. Es gibt viele, die meinen, sie sind bedürftig, und die kommen dann 10-mal die Woche und wollen immer dasselbe, obwohl sie die Antwort immer kennen, die ich ihnen gebe. Zum Essen, ja, Geld. Ja, aber trotzdem. Jesus lädt mich täglich dazu ein, dass ich mich auf diese Menschen einlasse. Und das ist nicht immer einfach. Man flüchtet sich, man will die Glocke nicht hören, die da läutet, man ignoriert sie, so wie es Jesus tut im heutigen Evangelium.
Aber letzten Endes, wenn man Gewissenserforschung macht, und das versuche ich jeden Tag, gelingt mir nicht, aber ich versuche es, dann kommt man darauf ein, eigentlich ist es Jesus, der da an der Pforte geläutet hat und ich wollte ihn nicht reinlassen in mein Herz. Wollte mich nicht auf ihn einlassen. Das ist das, was ich in meinem Leben erlebe. Und wenn du ehrlich mit dir bist, bist du nicht viel anders als ich. Es ist einfach, Menschen zu helfen, die angenehm im Umgang sind, die nicht allzu sehr stinken, die dich nicht beschimpfen, die dir angenehm sind. Und es spricht nichts dagegen, solchen Menschen auch zu helfen, damit es klar ist. Man muss sich nicht extra kasteien. Aber das ist etwas, woran uns auch unser Papst immer wieder erinnert, dass wir als Kirche zu den Armen gesandt sind. Und das bedeutet nicht viel anderes als das, was die Mutter Teresa von Kalkutta gemacht hat. Es ist wurscht, was dieser Mensch glaubt. Es ist noch mehr egal, wie er riecht, wie er aussieht, wie er mit dir umgeht. Wenn er in Not ist, dann ist es deine Aufgabe und meine Aufgabe, die erste und wichtigste Aufgabe der Kirche, diesem Menschen den Weg zum Heil zu eröffnen. Und das geschieht auf eine ganz einfache Weise. Wenn du einen Hungrigen siehst, speise ihn. Einen Durstigen, gib ihm zum Trinken und so weiter und so fort. Das kennen wir aus den Evangelien. Ist nicht so kompliziert. Aber wenn es dann drauf ankommt, wenn du in der Stadt einkaufen gehst und dich manchmal Leute wirklich belästigen, weil das ist eine Belästigung und etwas von dir wollen, das du ihnen nicht unbedingt geben willst, da ist der Zeitpunkt, wo man sich fragen muss, wem folge ich nach? Meine Bequemlichkeit oder Christus nach? Weil es ist sehr einfach, Gründe herauszufinden, warum ich einem Menschen nicht helfen sollte. Das ist ganz einfach. Und das sind auch gute Gründe, weil es nützt nichts, dass ich diesem einen, der mich da belästigt, 2 Euro gebe. Der wird es ja sowieso versaufen oder wenn nicht, dann nützt es ihm nichts. Er kauft sich heute was zu essen, morgen hat er nichts. Das ist keine wirkliche Hilfe. Ja, dann lass dir Zeit und überleg, wie du ihm wirklich helfen kannst. Vielleicht braucht er diese 2 Euro überhaupt nicht, sondern nur deine Aufmerksamkeit. Jemanden, der ihm 2 Minuten lang zuhört. Vielleicht, weiß ich nicht. Es kommt immer auf die Situation an. Aber wir sind alle dazu eingeladen, sich solche Fragen zu stellen, sie nicht abzuweisen, sich darauf einzulassen, auf einen, der hinter mir her schreit und etwas von mir will. Ja, was will er von mir? Das ist die Frage. Und was möchte ich diesem Menschen geben? Möchte ich ihn nur mit diesen 1 oder 2 Euro abwimmeln oder ihm wirklich helfen? Und es geht nicht immer um Bettler, die auch hier in St. Pölten in großer Zahl immer im Sommer zu finden sind. Es geht auch um Menschen, die um dich herum sind. Menschen, die du nicht magst, die dir unangenehm sind, mit denen du schon abgeschlossen hast, weil es sowieso keinen Sinn hat. Zu denen bist du gesandt. Nicht nur, aber die sollte man nicht vergessen, weil Jesus es nicht getan hat. Auch wenn ihm diese eine Frau aus dem fremden Volk völlig egal war eigentlich. Am Anfang war sie ihm völlig egal, er hatte sie auch gezeigt, hat mit ihr kein Wort geredet. Lässt er sich auf ihr Schreien ein. Und er gibt ihr das, was sie im Moment braucht, die Heilung für ihre Tochter.
Ich lade euch dazu ein. Pickt euch solche Leute aus. Also schaut sie genau an. Es gibt genug. Wenn nicht, ich schicke euch ein paar. Hab gerne. Ich habe es gerne, wenn andere sich mit ihnen beschäftigen. Und schaut euch ihr Leben an, was sie wirklich brauchen und was du als Christ, als Christin für diesen Menschen tun kannst. Du brauchst auch kein schlechtes Gewissen haben, wenn du keine Ahnung hast, wie du diesem Menschen helfen könntest. Wenn du keine Ahnung hast, hast du halt keine Ahnung. Die Welt wird nicht untergehen, aber es geht nur darum, um das eine, was Jesus seinen Jüngern gezeigt hat, sich auf diesen Menschen einzulassen und schauen, was möglich ist. Für Jesus war es möglich, ihre Tochter zu heilen. Die meisten von uns haben solche Fähigkeiten nicht. Wer sie hat, soll sie einsetzen. Aber wir sollen nicht tatenlos zusehen, wie andere leiden. Und das ist die erste Stufe der Verkündigung des Evangeliums. Alles andere kommt danach. Und ich glaube, das ist das Wichtigste, was wir am heutigen Sonntag von diesem Evangelium lernen können. Also ich für mich lese das so, und meine Einladung gilt euch allen. Versucht dieses Evangelium auch so zu sehen, als eine Schule der Nachfolge, als ein Wachruf, ein Weckruf für jeden von uns, wie wir mit unseren Brüdern und Schwestern umgehen.